Hallo Leute, hier möchte ich euch ganz kurz und knapp zeigen, wie ihr am besten meiner Meinung nach den Hintergrund bereinigen könnt. Ich habe hier bereits ein Bild aufgemacht in Photoshop. Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass ich gefragt wurde, beziehungsweise das Thema aufkam, Hintergrundrollen im Studio, dass die immer so schnell abgenutzt sind und man natürlich keine Lust hat, wie in solchen Fällen hier unten, stundenlang mit dem Stempelwerkzeug zu arbeiten, um diese Geschichte hier wegzukriegen. Und da möchte ich euch ganz kurz und knapp einmal eine Methode zeigen, wo ihr zumindest in der Hintergrundbereinigung ratzfatz fertig seid mit. Hier seht ihr das geöffnete Bild in den Ebenen. Ich dupliziere jetzt die Ebene einmal, lege darüber noch eine Kopie an. So, gehe ich hier nochmal in die Ebene rein, wähle danach den Filter unter den Rauschfiltern Helligkeit interpolieren. Jetzt rechnet er einen kurzen Augenblick und ihr konntet auch schon sehen in dem Bereich, dass das ganze Bild jetzt von der Helligkeit Interpolation schon berechnet worden ist und ihr jetzt nur noch eine Feinabstimmung für eure Flecken auf dem Hintergrund machen müsst. Zoome mal ein bisschen raus und zoome hier unten mal ein bisschen ran, wo wir die Problemzonen haben. Außer diesen Fleck hier, den müsst ihr dann doch wirklich noch, da er so extrem ist, einmal stempeln oder mit dem Zauberstab oder weiß der Geier was machen. Aber hier könnt ihr bereits sehen, dass die Feinproblematik hier unten schon bereits weg ist. Könnt es noch anpassen, mit welchem Pixel ihr da arbeitet. Ich behalte das jetzt mal ungefähr bei 20. Dann drückt ihr einfach auf OK. Jetzt muss der Rechner einen Augenblick. Ist er gerade beschäftigt, bis er den Filter angewendet hat. Und dann können wir einen Schritt weitergehen. So, jetzt hat er das auf das ganze Bild angewendet. Wie ihr sehen könnt, ist zumindest hier im Hintergrund und so alles weg. Das Störende. Außer dieser Fleck hier, den wir gerade noch einmal kurz im Hintergrund einmal na, ich hätte es vorher machen sollen. Egal. So. Und da ihr natürlich nicht die Person so auf dem Bild haben möchtet, müssen wir diese Hintergrund mit der Ebenenmaske einfach mal umkehren mit dem Befehl Command I. Nun könnt ihr das Pinselwerkzeug nehmen. Ihr müsst darauf achten, dass ihr eine weiße Vordergrundfarbe genommen habt und malt wirklich nur in dieser schwarzen Ebene. Somit könnt ihr das, was komplett jetzt ausgeblendet ist, wieder hinzufügen. Ich zeige das mal im größeren Ansichtsfeld. So, ihr sehen könnt, hier ist noch komplett schwarz. Ich wähle jetzt nochmal das Pinselwerkzeug aus. Und nun werdet ihr gleich sehen, ich male es jetzt wieder nach vorne. Hier braucht ihr dann auch nicht ganz so fein arbeiten. Wenn ihr jetzt mal hier rüberkommt auf das Schwarze, ist das jetzt nicht so tragisch. Und wie ihr schon sehen könnt, ich mache mal ein bisschen auszoomen, habt ihr hier den Hintergrund so jetzt schon bereinigt. Das Ganze können wir natürlich, oder müsst ihr dann natürlich überall anwenden. Dieses Rauschen im Bild geht dann auch noch mit weg. Das kann auch von Vorteil sein. Und das müsst ihr dann einfach ganz simpel nur in dem Hintergrundbereich komplett wegmachen. Hier seht ihr dann auch noch, was gerade bereinigt worden ist. Ja. Schnell gemacht. Braucht nicht großartig stundenlang rumstempeln. Wie gesagt, falls ihr hier mal rüberkommt auf den Armbereich, fällt das auch kaum auf. Und so habt ihr wirklich innerhalb von 2, 3 Minuten den ganzen Hintergrund bereinigt.
und habt auch gleich ein viel homogeneres Aussehen hier, als wäre der Hintergrund komplett neu. Ja, das war es eigentlich schon.